Gegner von der Bühne! Fulda 1993, Venlo und Rotgau 1994. Neonazistische Provokationen, illegale Aufmärsche, fremdenfeindliche Kundgebungen. Die HNG, Hilfsgemeinschaft für nationale politische Gefangene und deren Angehörige, ist das Rückgrat des neuen Rechtsextremismus. Die Organisation nimmt rechtsextremistische Straftäter in ihre Obhut, egal ob rassistischer Mörder oder neonazistischer Provokateur. Zu den Betreuten der HNG zählt Thomas Brehl, jahrelang die Nummer 2 der deutschen Neonazis. Er saß ein, weil er unumwunden die Neugründung der SA propagierte. Und als ich in München-Stadelheim ankam und gerade meine Zelle bezogen habe, gab es die erste Post. Das erste, was ich bekam, war ein Brief von der damaligen Bundesvorsitzenden der HNG, von Christa Görd. Ein aufmunternder Brief, und da lagen auch gleich 10 Briefmarken dabei, sodass ich also sofort an andere Kameraden schreiben konnte. Und das sind Dinge, da ist die HNG sehr wichtig. Derzeitige Vorsitzende der HNG ist Ursula Müller. Sie betreut bis zu 100 neonazistische Straftäter. Auf ihrem Mainzer Anwesen finden seit Jahren neonazistische Feiern statt. Inhaftierte, so Insider, empfinden diese offene Hitler-Glorifizierung Müllers als Ermutigung. Die berühmten Führergeburtstagsfeiern in Mainz oder Sonnenwendfeiern, dann gingen Listen rum, extra an die Gefangenen. Da konnte sich dann jeder eintragen und so weiter. Und sowas baut unwahrscheinlich auf. Das ist eine Kleinigkeit eigentlich. Ne? Das ist eine winzige menschliche Kleinigkeit, ja, ich mein, die für die Leute drin unwahrscheinlich ist. Wenn jemand im Gefängnis sitzt und in Mainz-Gonsenheim ist die Führergeburtstagsfeier am 20. April und er bekommt da 1000 Unterschriften auf einem Blatt, das, da weiß er, er sitzt nicht umsonst. Das sind draußen noch 1000, die so denken wie ich. Ja, und ja. Dafür sitze ich nicht umsonst. Ich habe das nicht irgendwie gemacht, nur ja. Damit ich jetzt alleine hier hinvegetiere. Ja. Das war schon wichtig. Das haben wir halt gemacht. So. Und so werden wir es auch weiterhin machen, denke ich. Aber natürlich. Aber natürlich. Müller, Schönhuber-Fan und Rap-Funktionär, der früher selbst als neonazistischer Schläger einsaß, hält seiner HNG die Treue. Die HNG ist eine gute Sache und ich wünsche jedem Nationalen, der hier durch dieses demokratische System des Herrn Helmut Kohl und seine andere Chaote irgendwie unterdrückt wird oder weiß was, Herr Kuckuck, oder beschissen wird oder verraten wird oder belogen wird oder ach, die machen doch jeder was Neues, freue ich mich, dass die HNG, ich hoffe, dass die HNG eine beziehungsweise eine Nation bleibt für alle national deutsch denkende Deutsche. Finde ich toll. Die HNG betreute alle wichtigen Neonazis. Einer ist Friedhelm Busse, der wegen Unterstützung von Rechtsterroristen einsaß. Danach Vorsitzender der Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei. Er lässt auf Parteitagen das Dritte Reich neu entstehen. Wir sind keine Palaverpartei, sondern wir sind die radikale Kampforganisation in der Bundesrepublik zur Erneuerung unseres Vaterlandes. Auch international betreut die HNG Neonazis. Zu den Stammgästen gehört der Österreicher Küssel, der erst 1993 wegen NS-Wiederbetätigung zu 11 Jahren Haft verurteilt wurde. Mit jedem Prügel, den wir aufheben, mit jedem Prügel, den wir zur Seite werfen und immer wieder vor die Füße werfen, zeigen wir, dass sie nicht fähig sind, uns auf Dauer aufzuhalten und dass unser Marsch nicht mit diesen Prügeln vor den Füßen stärker, größer und mächtiger werden wird. In den HNG-Heften wird den neonazistischen Straftätern Mut gemacht. Gefangener des Monats, Gefangener des Jahres, perfide motiviert die Organisation den inhaftierten Anhang. Um die Gefahr dieser Indoktrination hinter Gittern wissen auch die Anstaltsleiter. Die versuchen natürlich über ihre Schriften hier Kontakte zu kriegen zu jungen Leuten, die selbst sich vielleicht als rechtsorientiert bezeichnen würden. Einige dieser Zeitschriften haben wir auch dann, wenn es uns erschien, dass da doch ein Anfangsverdacht einer Straftat war, haben wir dann auch der Staatsanwaltschaft übergeben, die wir dann allerdings auch erstmal ein bisschen sensibilisieren mussten für das Problem. Ich will mal nur ein Beispiel nennen. In einer dieser Schriften war eine Anzeige über ein Verzeichnis aller KZs und Gedenkstätten und jüdischen Friedhöfe. Das wurde dort angeboten und verkauft zum gefälligen Gebrauch der entsprechenden Leserschaft. Das ist in dieser Form natürlich nicht verboten, aber jemand, der ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann, der kann sagen, das ist ja fast eine Aufforderung. Das wurde dann noch verkauft mit dem Hintergrund, mit genauen Lageplänen und Zeichnungen, wie man hinkommt. Die NPD-Jugendorganisation lädt im Sommer 94 zu ihrem Europakongress. Erstmals zu Gast ein Redner der neonazistischen HNG. Es ist momentan sehr wichtig, dass, wenn jetzt nun mal Kameraden in Gesellschaft sind,
dass sie wissen, sie sind nicht alleine. Es gibt Kameraden, die stehen für sie ein, sie werden betreut. Und auch in den Gefängnissen geht der Kampf weiter. Draußen in der Freiheit und drin in der Mauer der Gefängniskameraden. Es ist ein Kampf, den wir momentan führen. Und wir werden ihn gemeinsam führen mit den Kameraden im Gefängnis. Die werden denken, wie Kamerad Küssel momentan, der 10 Jahre inhaftiert ist. Wir beide, wir, eine Gemeinschaft, wir kämpfen für Deutschland und wir vergessen keinen Kameraden. Draußen Polizei, drinnen verbünden sich derweil HNG-Nazis und NPD-Biedermänner. Auch der Verfassungsschutz warnt. Dass die HNG natürlich nicht nur karitative Zwecke verfolgt, das heißt also die Betreuung, sondern, wie ich vorhin schon sagte, auch die Reintegrierung der dann aus der Haft entlassenen Gesinnungsgenossen in die Szene. Und damit, so meine ich, wird im Grunde der staatliche Zweck, die sogenannte Resozialisierung, natürlich erschwert. Nicht nur Provokateure werden betreut, sondern auch fremdenfeindliche Mörder. Mölln. 3 Menschen starben wegen Brandstiftung. Ein Täter ist Lars Christiansen. Auch er ist auf der HNG-Gefangenenliste. Auch Kriegsverbrecher können auf den Schulterschluss des Jungvolks hoffen. Josef Schwamberger, einst SS-Oberscharführer und grausamer Leiter zahlreicher Arbeitslager in Polen, ist einer der HNG-Bedürftigen. Selbst Klaus Barbie, der berüchtigte Schlechter von Lyon, wurde von der HNG betreut. Neonazis prügeln sich mit der Polizei auf offener Straße. Dass Strafmaßnahmen an ihnen abprallen, dafür wird die HNG sorgen. Bereits heute ist sie mit fast 300 Mitgliedern Deutschlands größte legale Neonazi-Organisation.